Und damit möchte ich mich herzlich bedanken bei Donkey Kong 64, dass ihr alle mit durchgehalten habt, alles durchzuschauen. Werden am Ende lange, lange Kämpfe und auch darum zu kämpfen, dass wir halt durchkommen. Ist nur leider, wie gesagt, bei der ersten Folge bzw. davor, die letzte Folge habe ich ja erklärt, mit der Ton abgerauscht ist. Deswegen jetzt auch sozusagen die Endcut davon. Es kommt noch, glaube ich, noch ein letzter Abspann. Wie man es immer so kennt, so kleine trickreiche Sachen von Donkey Kong. Und dann haben wir sozusagen das Projekt beendet. Und ich möchte hoffen, dass ihr bei den nächsten Projekten auf jeden Fall dabei seid. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, dass es ein Mario-Teil wird. Ob es jetzt alleine wird oder zu zweit wieder mit Centus, das weiß ich noch nicht. Das haben wir uns noch nicht zusammen abgesprochen, wann und wo und wie was, bla bla bla. Wir wissen auf jeden Fall, welchen Teil wir spielen werden. Und beziehungsweise welche Teile, weil es gibt ja dieses Mario All-Stars. Das ist auf jeden Fall in Planung, nur haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, wann wir es anfangen und ob wir nicht sagen, ob wir vielleicht nicht sogar Teile einzeln spielen, je nachdem, welches Mario sich handelt. Und ich würde sagen, wenn euch alles gefallen hat, schaut nochmal gerne, wenn ihr noch nicht alle Folgen geschaut habt, wirklich am Anfang vorbei. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Donkey Kong nochmal durchzuspielen, Kindheitserinnerungen wieder zurückzuholen. Und das soll es so bleiben, denn die alten Spiele sind immer noch die besten. Und es muss auch nicht die High-End-Grafik sein. Das haben wir ja festgestellt. Denn sie machen am meisten Spaß. Man muss nicht den Rainbow der Grafik überschüttet zu bekommen. Bis dahin würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis dahin, euer FlashHotelP und tschüss.